Da sind wir auch schon wieder bei Punch Club. Wir sind immer noch mit Trainieren beschäftigt. Unsere Stärke ist schon wieder auf 10 gesunken. Das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen stark bleiben. Das ist unser Way of Life. Unser Weg des Champions. Die Kraft. Die Kraft ist wieder auf 11. Gucken, wie weit wir sie noch kriegen, bis wir Hunger haben. Vielleicht kriegen wir sogar auf 12. Ja, auch extrem gut. Müssen wir auch bald mal ein bisschen mehr Ausdauer dann trainieren. So. Das wird auch nicht mehr lange machen. Verständlich. Haben wir hier noch ein bisschen Laufband? Und ich habe mich entschieden, mal ein kleines Dopingmittel auszuprobieren. Nur um zu testen. Zack, Magier. Was hast du denn da für Doping? Wie wär's mit erhöht kurzzeitig deine Ausdauer? Nehmen wir das. Magische Ausdauer. Deine Ausdauer wurde magisch verbessert. Magie ist gefährlich. Schmeckt nicht schlecht und die Effekte sind spürbar, aber ich würde mit diesem magischen Zeug aufpassen. Ist das jetzt Story erreicht? Ja. Okay. Kann ich noch mehr saufen? Aha. Magische Stärke. Ich will nochmal, so. Grüner Trank. Magische Stärke, magische Ausdauer. So, das weg ist er. Dann gehen wir nach Hause. Huch! Katze? Sie war sonst immer still. Gehen wir mal hin zu ihr. Oh, Mäuschen. Mieze Katz. So. Achso, was knusen. Und noch zwei Pizzen. Dürfte dann soweit reichen. Noch hier so ein Gesäff rein. Das war die Liegestütze. Da. Ah. Okay, die Kraft kriege ich vielleicht wirklich sogar auf 11. Auf 12 meine ich. Ah ne, es fällt gleich wieder ab, ne? Wann ist der nächste Kampf? In 2 Tagen. Na gut, das will er eigentlich nicht weitermachen. Ey, das wird nicht mehr voll. Laufband denke ich auch nicht. Ey, das ist blöd. So viel wieder verloren. Okay, was können wir machen? Wir können zu Casey gehen. Bisschen kämpfen. Mit den Kroko. Frag nach der Pizza Speziale. Was? Wir haben so viele Bestellungen. Wir haben so viele Bestellungen, dann später darüber reden. Mal ein bisschen was ausliefern, ne? Was soll's denn? Bisschen die Zeit rumkriegen. Bis zum nächsten Kampf, Leute. Wir sind bald nicht mehr verliebt, wir gehen bald wieder zu Adrian. Zur Hälfte des Tages. Also die 30 nehmen wir noch mit, dann gehen wir zu Adrian und quatschen mit der. Zack. Kann ich jetzt vielleicht? Ah, jetzt kann ich's doch. Ha. Ja, das Geschäft brummt. Eines Tages habe ich genug Geld, um nach Zypern zu ziehen. Willst du die gewürzte Pizza probieren? Die geht auf mich. Jo, zeig mal her, ja. Übrigens habe ich einen Speziallieferauftrag für dich. So. Und du bist dann wohl Nummer 3. Komm raus, Gabe. Er will nicht rauskommen. Tut mir leid. Aber auf dem Schild stand, dass ich Gabe besiegen soll. Okay, in dem Fall gewinnst du automatisch. Siege Gabe, geschafft. Was für ein Glück. Easy. Das war aber einfach. Dann bist du bestimmt auch bereit, gegen unseren vierten Bruder Steve anzutreten. Besiege Steve. Steve, den letzten Ninja-Alligator. Ja, bin ich. Ich wollte auch jetzt gegen den antreten. Na gut. Gehen wir zu Adrian. Hallo Adrian. Wie war's, ne? Ein bisschen reden und so. Hab ich geboxt. Die Fresse bekommen. Na, mit Doping reingepfiffen. Und jetzt bin ich hier. Und quatsch mit dir. Schön, oder?
Wie war dein Tag? Alter. Wie war dein Tag? Nicht so gut? Warum? Was ist denn passiert? Ah. Hm. Ja. Ich verstehe. Hm. Ach. Hör auf. Nee. Erzähl nicht. Ja gut, okay, ich kapiere das. Ist auch vollkommen verständlich. Ich hätte nicht anders reagiert. Zack. Ach, Liebling, oh. Heute ist Kampf, ne? Der Weg ist klar. Der Weg. Fütter mich! Was ist denn mal ganz zu reden? Was? Wer? Ich sollte wohl mit den Steroiden aufhören. Ach, aufpassen, nicht aufhören. So. Ah. Komm, das kriegt man noch hoch. Was knusen, ja, das ist klar. Immer rein damit. So. Ach, wir kämpfen mit dem Doping. Komm, hier ran, Mr. Kekusa. Du solltest deine Talente. Wieso ist denn einer weg? Boxschlag, Cross. Ach, Powerblock, genau. Und zack. Mr. Kekusa. Dr. Arma! Genau so, Powerblock. Da gibt's direkt einfach mal einen 60er-Hit. Und der Champion... Man braucht sich einfach überhaupt keine Sorgen gerade mehr machen. Der steht im Ring und wir wissen einfach alle, wie es ausgeht. Er boxt einfach seine Gegner weg. Es gibt einfach keine Probleme. Jetzt gibt's einfach nochmal einen Haken. Und da liegt Mr. Kekusa. Der Champion. Du bist jetzt der Champion. Großartig. Ja, dann melden wir uns nochmal an. Dann hier noch den weghauen. Rey Mysterio. Hier zwei Pappnasen schon wieder. 1-2, das ist doch nichts. Das ist doch ein Leckerbissen. Das steckt er doch locker weg. Das nimmt er mit dem Gesicht, wenn es sein muss. Da hält er sein Gesicht noch in den Tritt rein. Da freut sich unser Champ über sowas. Ja, 30, das ist ein Schlag. Da siehst du die Englein singen. Jetzt kannst du mal von den Füßen latschen. Ja, zack. Hat er dir mal gegönnt. Unser Champion. Ja, zack. Und da kommt direkt die nächste Keule. In sein Gesicht geschrammt. Ja, jetzt ist aber mal gut, ja. Champion, jetzt mach mal den Sack zu. Ach Gott. 21er. Hör auf mit ihm zu spielen und mach einfach den Sack zu. Sieht nicht gut aus gerade. Okay, doch. Hau den um. Nächster kommt. Pam! Direkt einfach mal ein 13er. Der ist so groß und schwer, der kann da bestimmt nicht gut ausweichen. Okay, er kann doch gut ausweichen. Jetzt gibt's aber... Jetzt hat er die Deckung durchbrochen. Der Gegner gerät ins Straucheln. Und der Champ ist noch hellwach. Topfit. Und der Gegner weiß einfach gerade nicht, wie er den Schlaghagel des Champions widerstehen soll. Und da kommt der 37er ins Gesicht. Und noch ein 22er und da ist das Ding gelaufen. 150 wieder verdienen, 7 Skillpunkte. Wahnsinn, Wahnsinn. Braucht man nicht viel sagen. Einfach größten Respekt. Das ist das nächste und dann kommt das. Denn Kraft sinkt nicht unter 13. Hm? Okay. Okay, okay. Ich bin also Champion. Dann kann ich ja jetzt erstmal in die Muckibude. Ne, erstmal nach Hause. Erstmal nach Hause. Zeit, Mick zu besuchen. Ne, ich wollte jetzt nach Hause. Glück mit Champ! Darauf habe ich eine lange Zeit gewartet! Leider kann ich dir deine wohlverdiente Belohnung nicht geben! Ja, das ist okay, Mick. Ich werde die Profikarte im Playoff gewinnen. Die Medaille wird mir gehören.
Teile deine Mission mit mir. Die meisten Leute sehen nicht dumm aus, bevor sie den Mund aufmachen. Okay. Geplante Kämpfe. Kampf in 2 Tagen. Das ist unser Weg. Das ist unser Ziel. Leute. Die Playoffs. Jetzt geht's trotzdem erstmal nach Hause. Erstmal hier ein Kräuterschnäppchen, ne? Und jetzt ab in die Muckibude. Vielleicht noch Roy mitnehmen. Roy, hast du Zeit? Hast du Zeit und Bock? Aber ich muss mein Auto reparieren, das ist immer noch kaputt. Was ist eigentlich mit deinem Auto, ey? So oft kann das doch gar nicht kaputt sein, dein Auto. Schmeiß doch die Schrott wieder weg. Ja, fehlt Balance. Ach ja. Ach Roy. Es ist schon nicht leicht, die Leute wegzuboxen. Das müsstest du eigentlich am besten wissen. Wie ich dich da vorne weggeboxt habe. Das wollte ich hören. Mal kurz nach Hause. Mal hier so ein kleines Schnäppchen rein. Ach komm, hier, zack. Zack. Immer voll. Jetzt wird trainiert. Das wieder runter geht, ey. Kriegt man die Kraft auf 12. Und machen wir was mit der Energie hoch. Ich fange gerade das an. Wenn wir die Kraft auf 12 kriegen, eine Energie auf 10, dann ist das schon ein guter Mittelwert. Gerät hat aber gleich keinen Bock mehr. Okay, das hat er auch keinen Bock mehr. Dann nehmen wir jetzt hier Punching Ball auf 4. Gute Arbeit, weiter so! Lass mich deine Kraft spüren! Oh, zeige ich dir, Alter. Meine Power. Schaffst es, Bro! So. Kriegt man das vielleicht sogar auf 5? Das wäre auch ganz cool. Ich glaube, da verlange ich zu viel. Ah, ne, es geht. Ah, wird gleich wieder abfallen. Darauf hat er keinen Bock mehr. Machen wir hier weiter. Morgen, nee, heute ist Playoff, halt. Okay. Okay, vielleicht kriegt man noch die Ausdauer auf 10. Komm schon, das muss doch drin sein. Komm schon, Ausdauer auf 10. So knapp. Oh, das wird hier noch. So, machen wir die Kraft noch auf 11 und dann gehen wir zum Fight. Okay, nochmal. Und wieder eine Kraft spüren! So. 11. Dann gehen wir jetzt zum Kampf. Bill Wilson. 12, 6, 8. Der hat ganz schön Power. Ah, da müssen wir jetzt durch. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Heilige.
Das sieht nicht gut aus gerade für uns. Oh Gott, oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Vielleicht jetzt doch nochmal. Komm, gib noch eine Keule. Champion. Und der Champ lässt sie einfach nicht unterkriegen und haut ihn aus den Latschen in den letzten Moment. Puh. Minus 40. Ha. Das hätte übel ausgehen können. Jetzt brauchen wir definitiv noch mehr Kraft. So, dann gucken wir mal. Die auf 12 kriegen. So, komm schon, komm schon. Es geht gleich alles wieder runter. Das haben wir auf 12. Nice. Ab nach Hause, was knusen. Oh, ist wieder fast leer hier alles. Zum Supermarkt. Hey, Abu. Ich brauch da ein bisschen... Ne? Ne? Weiß Bescheid. Ach, wir schlafen mal ein bisschen. Schlaf ist auch gut. Vielleicht mal hier die Fische anklicken. Bum, bum, bum. Da passiert nichts. So. Kraft ist wieder runter. Die Ausdauer auch. Machen wir erstmal die Ausdauer wieder hoch. Na komm schon, das wird. Das wird. Ja, so. Ja, noch ein bisschen. So, das haben wir wieder auf 5. Na, macht doch immer was anderes jetzt. Ja, noch was. Das müssen wir auch wieder ein bisschen hochbringen. 12 mindestens. Okay, alles klar. Dann hätten wir das. Wir sind bereit für den Kampf. Ultimate Fight. Curtis. Hallo Curtis. Pam. Gibt's einfach mal zur Begrüßung eine aufs Kinn. Ich würde nicht sagen auf die Glocke. Aber aufs Kinn ist eigentlich besser, weil es auch passender ist. Mit dem Kinnhaken. Jetzt packt er eine Combo aus, die wir... wo wir uns drunter durchgeduckt haben. Oh Gott, wir haben kaum mehr Ausdauer. Sieht nicht gut aus. Aber die Runde überstehen wir. Okay, okay. Da hat er einfach wieder seine Keulen ausgepackt, seine gefürchteten. Oh. Wir schicken ihn da mal auf die Matte. Ja, solche Schläge will ich sehen. So, solche Dinger möchte ich sehen, nur ein bisschen öfter. Und der Champ hat eigentlich überhaupt keine Probleme, wenn er trifft. Und da liegt er wieder. Dass das immer hinlegen muss, das ist Provokation. Oh Gott. Das ist alles unnötiger Schaden, den er frisst. So, zack. Nummer 1 weg. Mr. Black Suit. Okay, müssen wir einfach runterboxen. Einfach runterboxen. Austänzeln und dann runterboxen. Aber lass dir nicht zu viel Schaden drücken. Oh ja, 105, genau. Genau sowas möchte ich... Ja, das... Genau sowas möchte ich vom Champion sehen. Zum Abschluss nochmal schön eine Combo ausgepackt. Wahnsinn.
gehen wir nochmal die Sportgeräte kaufen hier. Das letzte. Alles gekauft. Bar. Ist bei der Bar ja noch irgendwas? Oder Tyler? Was hast du denn können? Hier gibt es nichts mehr, was du über Selbstzerstörung lernen kannst. Okay. Schade. Kann ich noch einen abgeranzten Burger? Nee. Vielleicht habe ich das nächste Mal mehr Glück, wenn er da in der Tonne rumgräbt. Bobo. Kann ich bei dir noch irgendwas machen? Ich warte immer noch. Mickey? Bei dir geht auch nichts mehr. Ich könnte aber noch. Ja, das Krokodil weghauen. Wir haben so viele Bestellungen, müssen später darüber reden. Liefere Pizza. So viel runtergegangen, ey. Es ist übel. Was kann ich jetzt hier? Frage nach der Pizza Speziale. Scheint als sein Gewürz. Okay, das geht also wieder. Okay, und das Krokodil seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.